Wenn ich das nervt, dass ich zu viel erkläre oder so, könnt ihr es auch gerne reinschreiben, was ich ändern soll, wie auch immer. Wie gesagt, Kritik ist erwünscht. Habe ich nichts gegen, wenn ihr Kritik macht oder beziehungsweise gebt oder so oder Verbesserungsvorschläge. Finde ich sogar super, da einfach man daraus auch lernt, ne? Und da es ja mein erstes Let's Play ist. Naja. Er fällt den Pilzstamm. Dann haben wir. Wie viel haben wir? Sechs. Sechs Holz schon gut. Den noch. Dann haben wir sieben. Wo haben wir jetzt den achten? Nein, nach unten laufen. Ja, gut, laufen nach unten und klauen direkt nach Bier noch. Ja, ich motze über Clown, aber selber tue ich es genauso. Ja. Da haben wir wieder Pilzschwamm. Dem geht es soweit gut, dann kann er den auch direkt fällen. Vielleicht. Ah, hier. Wenn sich zwei Wiggles anfreunden, wie zum Beispiel der hier, und die haben dieselben Einstellungen von der Freizeit zumindest einigermaßen so, dass sie sich treffen können. Also würde ich jetzt das andersrum haben, könnten sie sich natürlich niemals treffen, da sie ja sich nur in der Arbeitszeit sehen, wenn der eine arbeitet, sieht er den anderen in der Freizeit nur, dann sprechen sie nicht miteinander und so weiter und so fort. Es wird aber zum Beispiel so ein bisschen reichen, dass zwei Zwerge sich näher kommen können, wenn man das hier sieht. Hier unten steht es dann, Partner Erich, ja, klicke ich hier drauf, Partner Enrica. Das heißt, dieser Zwerg hier ist mit diesem zusammen. Und wenn sie jetzt Freizeit haben und so und sich da ein bisschen näher kommen, ne, sie wissen schon Knicknack und so weiter und so fort, ne, dann geht's rund und dann gibt's auch Babys. Das habe ich schon mal gesagt, deshalb kann ich es jetzt einfach auch getrost nochmal sagen. Wegen dem Spoilern. Gedöns, ne? Naja, ihr werdet später auch noch mal sehen. So, wo habe ich jetzt den Luis? Jetzt habe ich ihn total aus den Augen verloren. Holz 7 und ich kann ihn schon erfinden. Wer hat denn jetzt Holz 8? Muss mich verarschen. Produktion. Holz, Holz, Holz. Der hat doch erst 7. Wieso kann ich das Ding denn erfinden? Na, mir soll es recht sein. Wieso auch immer. Haben wir mal wieder einen Bug gefunden. Nur ich muss mal ehrlich sagen, meiner Meinung nach funktionieren die Sounds nun echt einwandfrei. Also, ich höre alles soweit. Und ich hoffe mal, die Sounds kommen bei euch auch gut an. Nicht, dass jetzt mein Video jetzt total zerrissen wird, nur ich höre die Sounds gescheit. Das wäre auch nicht gerade schön. Ich hätte die Leiter jetzt eigentlich auch abbrechen können. Naja. Notfalls kill ich die zwei. Naja, ob das so gut wäre. So, den Steinmetz baue ich sehr wahrscheinlich. Oh, genau, ich wollte normalerweise, oder? Ich weiß gar nicht, normalerweise baue ich hier immer was anderes hin, und zwar diese Farm. Damit ich in der Nähe direkt die Pilzschimmel, weil da kann man ja Sachen anpflanzen. Normalerweise den Steinmetz habe ich immer hier und den. Nee, den Hauklotz habe ich. Den Steinmetz habe ich immer hier. Normalerweise glaube ich schon den Hauklotz da, weil der Hauklotz hier hinpasst. Und der Steinmetz nur in so eine große Höhle. So war es, glaube ich. Werden wir einfach mal ausprobieren. Ja, und es scheint wirklich so gewesen zu sein. Ja, dann werde ich, nachdem ich die Tür gebaut habe, das Ding erstmal mal abreißen. Und dann werde ich wahrscheinlich einfach den Steinmetz hier reinklatschen und dann. Hier kommt eine Farm rein des Todes. Ja, schön pusten und Grillpilz herstellen. So läuft es gut. Ja. Du hast Arbeitszeit, Mädel, dann komm nochmal direkt mit. Darfst du nämlich hier erstmal. Der verpisst sich da jetzt kalt. Luis, ich glaube, du bist der Einzige. So, jetzt hätte er Arbeitszeit, dem gebe ich auch gleich ein bisschen Freizeit. Aber erstmal soll er jetzt hier dieses Ding erfinden. Das gucken wir uns auch direkt mal an. Weil ich jetzt auch mal direkt in den Tech-Tree gehe. Ah, hier übrigens, Stammbaum. Kann man zum Beispiel den Zwerg jetzt anwählen. Und dann sieht man auch,
ja. Sieht man halt die Partner und so, das und solche Sachen. Ah, jetzt erfindet er, könnt ihr ja so lange gucken. Ich guck mal eben im Tech-Tree. Entwicklungen. Was haben wir denn noch nicht vorgelesen? Feuerlänge, ja, hier. Ich lese jetzt mal alles nicht mehr vor, oder falls ihr das wollt, kann ich auch gerne weiter vorlesen. Ansonsten, wen es interessiert, was da so steht, Pause und durchlesen. Ich klicke einfach mal alles so ein bisschen an. Auklotz hat man schon, Leiter. Boah, hier kann man ja nicht. Steinmetz. Grenzstein. Zelt. Grillhamster. Geht auch noch nicht. Hier geht es. Ne, das ist ja Grillpilz. Ja, komm, Feuerstelle. Ja. Grillhamster können wir noch nicht gucken. Naja, wen es interessiert, kann das mal anklicken. So, jetzt haben wir hier auch fertig gefunden. Jetzt können wir auch direkt die Tür bauen. Dann geben wir dem Luis kurz mal ein bisschen Freizeit, damit er. Okay, oder wir machen es. Ne, wir lassen es einfach. Scheißegal, soll ich mal ein bisschen überarbeiten. Die Freizeit reicht momentan sowieso noch, damit die wieder auch total fit werden. Hier die Holztür. Wem das interessiert, kann das gerne auch durchlesen. Und wie gesagt, wenn ihr es unbedingt lesen, beziehungsweise von mir vorgelesen haben wollt, aus welchen Gründen auch immer, ne? könnt ihr mir okay, dann Bescheid sagen, dann also reinschreiben einfach. Und dann lese ich es auch gerne vor. Lese ich von mir aus auch gerne nochmal alles vor. Mach von mir aus auch ein Let's Play, in dem ich nur vorlese. Nee, Quatsch, jetzt ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber naja. Wen es interessiert, einfach reinschreiben. Und ansonsten, falls ich auch weiter anklicken soll, damit ihr das lesen könnt, mache ich das auch gern. Naja. So, da jetzt das hier fertig ist, können wir jetzt den Steinmetz nehmen, hier rein zimmern. So. Jetzt packt sich gleich irgendjemand die Scheißkiste wieder, ne? Kennt ihr ja schon. Und baut das Ding auf. Jetzt ist das übrigens auch blau markiert, wenn das irgendwas damit gemacht wird. Erkennt man das auch direkt. Die Leiter können wir hier gebrauchen. Hier erstmal nicht. Zeige ich euch später wieso. Vielleicht sieht man es. Nee, hier sieht man es noch nicht. Das sieht man später woanders. Naja. Oh, da ist ja noch ein Gang. Können wir hier auch durchziehen. Dümp. Habe ich noch irgendwas hier zum Inventar sonstiges vergessen zu sagen? Ah, und schon haben wir einen neuen Zwerg. Ja, Gwendoline heißt sie. Über die Namen bitte nicht wundern. Das ist voll normal. Und jetzt haben wir auch schon wieder eine Stunde aufgenommen. Oder eine halbe? Weiß ich gar nicht. Naja. Jedenfalls ist das, ja. Samsung Galaxy, hör mal auf, deinen Sound zu machen. Jedenfalls haben wir jetzt einen neuen Zwerg. In Pampers und so. Ja. Ist ein Frauchen. Der passt nachher perfekt zu Luis eigentlich. Da Luis ja, weil die zwei können ja zusammen und dann Luis und Gwendoline. Man kann auch so ein bisschen herumtricksen und sagen, hey, hör mal, du bist gleich mit dem zusammen und du mit dem. Wenn man es einfach so ein bisschen einstellt. Okay, er hatte echt schlechte Laune, er hat sofort das Grillhamster-Padding machen gestoppt. Naja. Wenn man jetzt auch ein bisschen weiter wegklickt oder so, dann fangen die Babys auch teilweise an zu weinen und gehen nicht, was sie machen sollen, wie du es haben möchtest. Ist auch so ein kleiner Punkt dabei. Naja, ich überziehe ein bisschen von den Minuten. Deshalb, naja, wir können eigentlich auch überziehen. Weiterzocken. Beginn. Speichern wir das. So, Spiel fortsetzen. Nach dem Speichern läuft sogar der Sound und alles weiter. Ist das toll. Denk mal, ich zock noch eine halbe Stunde. Nee, ich habe echt eine ganze Stunde jetzt schon gezockt.
geht ja wieder schnell um. Es sind ja 10 Let's Plays.